Wird die Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 verschoben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine von vielen Fragen, die uns jeden Tag erreichen auf unserem Internetportal rentenbescheid24.de und die möglicherweise auch mit den außergewöhnlichen Umständen seit März 2020 zu tun haben. Wird wegen der Covid-19-Pandemie die Grundrente nicht zum 1. Januar 2021 starten, wird sie möglicherweise verschoben? So die Fragestellung. Vieles ist ja seit März diesen Jahres passiert. Ja, Ausgangssperren, Beschränkungen aller Art, Geschäfte haben geschlossen, das kennen Sie alles. Aber der Gesetzgeber hat auch Wort gehalten. Am 20. März 2020 wurde die Rentenerhöhung zum 1.7.2020 bekannt gegeben. Es gibt sogar für das Jahr 2020 einen neuen Freibetrag in der Rente zum Hinzuverdienst, 44.590 Euro. Bis jetzt gibt es keinerlei Anzeichen, dass die Grundrente zum 1. Januar 2021 nicht kommen wird, nicht starten wird. Es gibt nirgendwo etwas, dass der Gesetzgeber irgendetwas dazu gesagt hätte. Sicher, das Gesetzgebungsverfahren zur Grundrente ist losgestartet, liegt jetzt möglicherweise aufgrund der Umstände ein bisschen auf Eis. Das heißt aber nicht, dass die Grundrente nicht kommt. Wir können natürlich nicht in die Glaskugel gucken und sehen, was die Zukunft bringt. Da nichts anderes bekannt ist, aktuell zum 8. April 2020, gehe ich weiterhin davon aus, dass die Grundrente pünktlich zum 1. Januar 2021 kommen wird. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.